Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Heidig TV. Hallo Erna. Hallo. Die Erna kommt aus der Schweiz, extra eingeflogen hier für uns. Hallo Hanna. Die Hanna kennt ihr bereits. Ja, die Erna, die bringt einen diffusen Haarausfall mit und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir machen heute eine schöne Kombination aus einem Clipsystem und aus einem Klebesystem. Wie genau das Ganze aussieht, das möchte ich euch während des Videos zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran, nicht abschalten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis später. Ja, meine Lieben, ich hatte ja vorhin angekündigt, ich werde nochmal während des Videos mit einsteigen und das mache ich jetzt. Und zwar habe ich mir hier mal schon mal ein bisschen was vorbereitet, so eine kleine abrasierte Stelle und die werde ich jetzt einmal eben entfetten. Und das hat folgenden Hintergrund und zwar hat unsere Erna ja einen diffusen androgenetischen Haarausfall. Das heißt, sie hat eigentlich zu viel Haare, um ein komplettes System zu kleben. Das habt ihr auch schon mal bei uns in den Videos gesehen. Aber auch zu wenig Haare, um praktisch überall Clipse zu platzieren. Das heißt, wie schon vorher angekündigt, werden wir hier eine schöne Kombination machen. Das heißt, im mittleren und im hinteren Sektor werden wir einmal das System clipsen und im vorderen Sektor für einen schönen flachen Ansatz, damit die Haarlinie auch richtig schön flach anliegt, werden wir das Haarsystem kleben. So, das heißt, ich habe mir das Ganze schon mal vorbereitet. In dem Fall habe ich mir so eine ganz kleine Stelle hier rasiert im vorderen Bereich. Da werde ich mir jetzt einen Klebestreifen platzieren, unser Mini-Tape. Und die Hanna, die wird das System dann so gesehen darauf befestigen, sowie dann auch das Haarsystem klipsen. Wie gesagt, der Vorteil ist einfach darin, dass der Haaransatz mega flach anliegt und dass kein Mensch auf dieser Welt da draußen überhaupt erkennt, dass Erna ein Produkt auf dem Kopf hat. Und die Kundin muss vor allen Dingen nicht ihre Haare rasieren. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was für eine Frau so gesehen zutreffen kann, wenn wir ihre eigenen Haare noch wegnehmen müssen, um ein Produkt dementsprechend zu befestigen. So, Hanna, ich würde sagen, ich übergebe mal ganz kurz an dich. Lass dich nicht von mir verunsichern. Ich setze mich mal ganz kurz zu Erna und dir stelle ich mal so ein paar Fragen nebenbei. Erna, erzähl doch mal. Du bist ja schon ein bisschen Kundin bei uns. Was für ein Gefühl hast du denn, seitdem du für dich eine Lösung gefunden hast? Ein super Gefühl. Ich fühle mich wieder ich. Ich gehe wieder auf die Straße. Ich gehe wieder unter Freunden, Kollegen. Und niemand hat es bemerkt, dass ich ein System auf dem Kopf tragen. Viele haben mich gefragt, wann gehst du jetzt nach Hamburg und lässt dir ein System aufsetzen? Ach, dabei hattest du die ganze Zeit schon ein System drauf? Ja, sicher. Du bist ja ein Fuchs. Niemand bemerkt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja die größte Bestätigung für dich, aber ja, auch für unsere Arbeit, ja, ne, muss man ja sagen. Ja, ja, schön. Das war hier meine kleine Frage- und Antwort-Session mit dir und ich würde sagen, dann will ich euch beiden gar nicht weiter stören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der Transformation und euch natürlich auch. Ja, ihr Lieben, das war unsere Transformation mit Erna. Wie fühlst du dich? Super fühle ich mich. Siehst auch sehr, sehr gut aus. Haarfarbe top, Haarschnitt top, also großes Kompliment an Hanna. Hanna ist leider nicht mehr da, also das ist nicht Hanna, das ist Anni, auch wenn Hanna vorhin hier stande. Ja, dieses Video wird weitergehen, das heißt nächste Woche Freitag wieder einschalten, weil dann wird das die Transformation mit Anni weitergehen. Es wird auf jeden Fall was mit Make-up zu tun haben. Das werden wir auf jeden Fall jetzt auch bei Heidicke hier mit anbieten. Und ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß bei dem nächsten Video, euch natürlich auch weiterhin und lasst auf jeden Fall ein Abo da, checkt unsere anderen Kanäle und bis dann. Ciao, euer Dominik, Erna und Anni.